Hallo, da sind wir wieder, Schön Peter und langsam, Kitte. Bruder. Ruhe, wenn Kitte spricht. Wir spielen Kingdom Come Deliverance und sind mal wieder da, wo wir euch meistens empfangen, nämlich im Schlafsack. Eilst du zum Gebet? Ja, wir eilen Schön zum langsam, Gebet. Bruder. Und dann aber nur langsam, Bruder. Ja. Kommt noch einer. Wir werden hinterher schleichen. Genau. Jo. Müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall haben wir das Wein fast nicht geholt in der letzten Folge. Nö, also es war uns ein bisschen zu Nö. blöd mit dem doofen Johann, ja. Ja. Der natürlich feige, dieser feige Typ, sich verkriechen wollte. Ja. Und nicht mitkommen wollte. Und sich nicht in Gefahr bringen wollte. Und da wir die sowieso nicht leiden können, die Zirkatoren. Und es ist uns egal, ist, ob wir jetzt im Eilst du Knast zum landen oder Gebet? nicht. Blöder Stieber. Wer war das Stieber, gerade? der Ach, andere. Stibor, ja, weil der kam aus dem Keller hoch. Ja, da hat es. Na egal. Auf jeden Fall Pass auf, wo du hin wollen wir eilst da du auch gar zum keinen Wein Gebet. mehr holen. Das ist Pass dann besser vermutlich auf. Warum so in Johann, Eile? ne? Hä? Was, wie, wo? Hat da jemand was gesagt? Ja, warum so in Eile? Ja, wahrscheinlich ist er gegen dich gestoßen. Und Ja. wie Ich habe ihn gar immer. nicht kommen sehen. Aha. So, jetzt kommt erstmal diese hervorragende Messe oder was immer das genannt wird hier. Ich habe es nicht so mit Kirche, gebe ich zu. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir wieder in den Kerker kommen, aber. Ich war zu langsam, hast gesehen, du missachtest den Tagesplan. Okay, wir warten. Also da steht immer noch das A. Ja, das A ist doch, das rote A ist doch unser Ding, unser Tagesplan. Ach, das ist immer da. Ja. Das ist immer da, der Ist mir zeigt gar immer nicht dahin, wo wir aufgefallen. gerade hin müssen. Aber es sieht schön aus, wie hier die Sonne reinguckte. Ist Ja. richtig hübsch gemacht. Ist Ja. eigentlich auch ein ganz hübscher Raum, wenn man hier nicht unbedingt beten muss. Ja. Ist richtig hübsch. Schön gemacht. Sie könnten mal ein bisschen Aber renovieren wieder, aber naja. ja. Aber es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, dass ich es vermissen werde. Ach, du wirst es nicht vermissen. Nee. Oh. Da stehen sie nun und warten. Nein, die beten, die warten nicht. Und warten. Wahrscheinlich warten wir wirklich viele. Oh, guck mal, die haben schrecklich eilig. Die gehen schon, bevor die Aufforderung kommt. Na? Die mich missachten ihren Tagesplan. Jetzt müssen wir Wir speisen. dürfen auch. Da kommt die Ratte. Das Salve Domini. ist er doch, klar. Woran erkennst du Joachim. ihn? Joachim, ich meine, sag ja, die haben sich wirklich Mühe gegeben. Die sehen alle unterschiedlich aus. Kannst du schon von Ja, Weitem die sehen erkennen. schon unterschiedlich aus, das Ja, ist eben. richtig. Schön Schön langsam, Bruder. Ja, siehst du ja klar, Antonius, schön Ja, langsam. ja. Irgendwas hast du uns auch nicht die Wahrheit Pass gesagt. auf, wo du hingehst. Pass auf, wo du hingehst. Warum so in Eile? Warum so ein Eilen? Ja, stimmt, du überholst die meisten. Ich kann nicht so langsam laufen. Da irgendwie hat jeder seinen eigenen Pace drauf. Das ist im wirklichen Leben hier auch so. Ja, aber so langsam, das Pass kriege ich besser auf. gar nicht Pass auf, hin. wo du hingehst. Entweder ich stehe oder ich bin schneller. Die langsam, meine langsamste Gangart ist Auf einfach zu keinen Fall kann schnell. er darüber hinwegsehen, wenn sich jemand verfehlt. Vielmehr schneide er die Sünden schon beim Sag mal, Entstehen wie haben die der es eigentlich Sünde aus gemacht und mit dieser verzeiht komischen ihn. Tonsur, oder wie das Er soll heißt? daran denken,
Ich meine, sind die da jeden Morgen zum Friseur gegangen und haben das nachpolieren lassen? Oder wie ist das? Wie läuft das? Die haben alles ausgerissen, was da in der Mitte gewachsen ist. Aber was wächst ja wieder? Stolze und Ungehorsame soll aber im ersten Anzeichen eines Vergehens durch Schläge und körperliche Züchtigung im Zaum halten. Keine Ahnung. Ergreift das Wort der Schrift. Ein Tor lässt sich durch Worte nicht bessern. Und auch dieses, schlage deinen Sohn mit der Rute, so rettest du sein Leben vor dem Warum Tod. Warum so in Eile? Ja, weil schlage deinen Sohn mit der Rute. Antonius Benedikti, ist Kapitel jetzt 2. Hier. Ach, du sitzt immer Wer woanders. Wer also den Namen Abt anfängt, muss seinen Jüngern in zweifacher Weise als Lehrer vorstehen. Er mache alles Gute und Heilige mehr durch sein Leben als durch sein Reden sichtbar. Was bedrückt dich? Einsichtigen Jüngern wird er die Gebote des Herrn mit Worten darlegen. Du kannst ja sagen, ich weiß, dass du Spiros bist. Wir haben ihn ja schon gefragt von Weisungen Gottes. Kann ich nur so machen. Oder? In seinem Handeln zeigt ja, das mit Blaschim hat man schon andere Optionen haben wir. Ich weiß, dass du Pius bist, der, nach dem ich gesucht habe. Jetzt bist du dir also sicher? Sag mir, Gregor oder Karl oder wie immer du auch heißt, was willst du jetzt machen? Den einen liebe er nicht mehr als den anderen. Ich sollte dich töten. Und warum solltest du das tun? Weil sie es dir befohlen haben? Ja, ich war ein Bandit und ich war in Neuhof. Ich habe geplündert und gestohlen, aber ich schwöre bei Gott, ich habe niemals Unschuldige ermordet. Was ich in Neuhof sah, ließ mich erkennen, dass mein Leben einen Scheißdreck wert ist und ich das Blatt noch wenden kann. Hier im Kloster hatte ich genug Zeit, über alles nachzusinnen. Doch dann kamst du und hast alles ruiniert. Der Übeltäter wandelt sich und findet zu Gott. Was genau schlägst du nun vor? Wenn wir einander helfen, bekommen wir beide, was wir wollen. Du kannst zu deinen Leuten zurückkehren und ich irgendwo hingehen, wo ich meinen Lebtag in Frieden verbringen kann und man mich nicht umbringen will. Ja, einverstanden, würde ich sagen. Ja, ja. Du hast recht. Aber meine Auftraggeber kommen dahinter, wenn ich dich leben lasse. Nicht, wenn wir raffiniert vorgehen. Es muss niemand sterben. Bevor wir fliehen, lassen wir es so aussehen, als ob mich jemand getötet hätte. Viel Blut, ein zerfleddertes Stück meines Habits und Fußspuren, die zum Fluss führen. Niemand wird dort nach meiner Leiche suchen. Dort teilen wir uns auf. Du holst deine Belohnung und ich mache mich aus dem Staub. Nach der Sext und der Mahlzeit sollen sie unter völligem Schweigen auf ihren Betten ruhen. Machen wir es so. Will aber einer für Gut, sich lesen, ich bin froh, dass wir trotz unserer anfänglichen Zwietracht zu einer Einigung kommen. Hier, das beruhigt deinen Magen. Nun musst du die Schlüssel des Klosters und etwas Blut für die Spuren beschaffen. Kranken oder empfindlichen Brüdern werde eine passende Beschäftigung oder ein geeignetes Handwerk zugewiesen. Sie sollen nicht müßig sein, aber auch nicht durch allzu große Last der Arbeit erdrückt. Was hast du vor? Was wirst du tun? Der Abt muss ich muss mich auf eine lange Reise vorbereiten. Vorräte und gewöhnliche Kleidung besorgen und so weiter. Du kannst im Habit fliehen, aber ich muss mich schnell in Luft auflösen. Müßiggang ist der Seele Feind. Deshalb sollen die Brüder zu brauchen wir die Schlüssel ist blöd. Wo findet man Blut? Das ist ja auch so. Das ist das Wichtige, ja. Und wie soll ich in einem Kloster an Blut kommen? In der Küche findest du ein Pergament mit einer Liste an Zutaten, die sie bestellen. Schreib Blut für Suppe auf die Liste. Und wenn es am nächsten Tag geliefert wird, schnappst du es dir, bevor es jemand mitbekommt. Gut, klingt gut. Wozu brauchen wir die Schlüssel des Klosters? Wie wollen wir sonst entkommen? Das Kloster ist praktisch ein Gefängnis. Genau. Meinst du diese Schlüssel? Was? Ich frage erst gar nicht, wo du sie her hast. Du verschlagener Fuchs. Gehen Sie bis zur Vesper wieder an die Arbeit. Gut. Kranken oder empfindlichen Brüder. Gut, ich weiß Bescheid und kann mich an die Arbeit machen. Ausgezeichnet. Komm zu mir, sobald du alles hast. Bitte versuch dich zu beeilen. Und Gregor, danke. Würde glaubhafter klingen, wenn du nicht eben versucht hättest, mich zu töten. Deshalb danke ich dir, dass du mir trotzdem zur Seite stehst. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass das Gift dich nicht dahin raffte. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es beide lebend raus. Er mache alles Gute und Heilige. Reden wir darüber jetzt nicht. Still Also offensichtlich gab es dann auch noch eine andere Möglichkeit, nämlich dass er ihn töten wollte, Antonius. Nur das kam ja jetzt überhaupt nicht. Anschaulichen. Ja, das sind die Sachen, die einen manchmal ein bisschen ärgern. Tun darf, was mit dem Gebot Gottes unvereinbar ist. Egal. So, jetzt kommen wir nochmal in den Questlab rein. Wann müssen wir denn da jetzt in die Ja, wir müssen jetzt wieder durch den ganzen Tag durch. Das wissen wir auf jeden Fall.
Doch. So. Das ist Blut, wie gehabt. Halt, das war mit dem Blut. Wann können wir das denn holen? Das auf den Zettel schreiben. Ja, bestell es der am Abend. Wann denn sonst? Ja, aber wie kommen wir denn da in die Küche am Tage rein? Wir können eigentlich nur hoffen, dass das Blut schon da ist, bevor die anderen aufstehen. Ja, aber erstmal müssen wir ja auf die Bestellliste, das auf die Bestellliste schreiben, dachte ich. Sowieso das Erste. Also müssen wir als Erstes in die Küche. Dann werden die das bestellen und am nächsten Morgen soll es da sein, dann müssen wir am nächsten Morgen wieder rein, ohne dass die uns entdecken. Verstehst du? Jetzt kannst du dich ja mal hinten hinstellen, geh nicht raus. Noch darfst du nicht rausgehen. Nee, jetzt darf ich nicht raus. So, dann können wir mal überlegen. Oder sagst du mir, was du meinst. Essen müssen wir nicht, halt satt, halt neunzählig. Nee. Und es ist 19:30. Aber Werkstatt ist erst 8 dran, also warte mal. Warten. Oh. Ja. Wieder der Klosteralltag. Okay, jetzt das. Jetzt müssen wir sowieso erst arbeiten gehen. Also was Warten angeht, sind wir inzwischen richtig gut geworden. Oh. Ja, ja. Nein, nein. Meistens treffe ich es einigermaßen. Ja, hallo, Neblas. Was sind bedrückt hier. Dich? Ja, mehr haben wir ja nicht rausgefunden. Mehr brauchen wir jetzt auch nicht sagen. Ja, mit Lukas und dem Besäufnis haben wir ihm erzählt. Ja, mehr wissen wir ja sowieso nicht. Wir könnten uns höchstens selber anzeigen. Ich habe dich bereits erwartet. Dass wir Dort Bücher ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Braue 2 Bockbluttränke. Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, damit ich deine Arbeit prüfen kann. Mhm. Bockbluttränke, mal was ganz Neues. Ja. Was ganz Interessantes. Hast du denn alle Zutaten? Danke, die hat man mir ja wieder alle Wandel, abgenommen. Wandel, du hast doch was, hast du nicht voll? Ja. Ach so, nö. Egal, wir können alles mitnehmen. Jetzt gucke ich mal. Ah ja, doch, ich hatte. Egal, wir nehmen mit. Ich wüsste noch nicht, eben, ob du die Dinge hast, die du brauchst für den Trank. Aber da ist ja immer reichlich drin, von jeder Sorte. So, also... Wermutgeist brauchen wir nicht. Nee, ich mache erstmal die beiden Bockbluttränke und dann können wir uns noch ein paar Tränke für uns machen. Das war aber lustig. Wollte er dich vergiften, hat er es dann doch nicht gemacht oder wie? Das war schon Er sagte doch, ist gut, dass er mich nicht umgebracht hat und dass das Gift nicht so gewirkt hat oder irgendwie ja, so. Ja, wir haben gar nichts gemerkt. Dabei hat uns gar keiner vergiftet. Oder war das der Trank, den er uns gegeben hat? Er hat uns doch irgendeinen Trank gegeben, Ringelblumentrank oder so ähnlich. Ist ja einer davon giftig? Gegengift hat er uns gegeben. Ach so. Er hätte uns eigentlich vergiften müssen, aber aus irgendwelchen Gründen ist es wohl etwas anders gelaufen. Vielleicht warst du zu nett. So. Naja. Zweimal. Beim nächsten Spiel müssen sie sich aber ein bisschen mehr anstrengen. Du, die lernen ich auch. Ne? Ich meine natürlich, jeder fängt mal an. Solche Sachen sollten nicht passieren. Gut, Bockblut. Hammer. Ja. Strauchdieb, Schlaf, Gift. Ich habe gar nicht aufgepasst. Ich würde es ihm erstmal geben, damit die Aufgabe abgeschlossen ist. Stimmt. Und du dich in aller Ruhe anderen Sachen widmen kannst. Okay, mach mal. Bevor er wieder irgendwo wegläuft. Da ist er. Nee, nee das ist ein anderer. Dann ein gehen wir wieder zu dem. Da, die in der laufen Hoffnung, immer durcheinander hier. Naja, du platzt ja auch nicht immer am selben Platz. Geht doch nicht. Können die doch nicht machen mit uns. Reden wir. Wir können die auch erstmal die Tränke. Ich habe alles erledigt. Zeig mir, was du gebraut hast. Ausgezeichnet, Gregor, du hast Talent. Schon bald wirst du die anderen Novizen unterrichten. Ja, mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen. Ja, Gregor kann sich
Ja, Gregor Heinrich kann sich gerade noch beherrschen. Ich wollte ja also, gucken, was hat er uns Gegenmittel? Ja, Gegenmittel hat er uns gegeben. Gegenmittel? Ja. Halt Vergiftungen, ja. Und Ringelblumen hat er uns wohl auch gegeben. Ja, hat er auch. Damit der Magen wieder in Ordnung kommt. Hat mich schon gewundert, was er da meinte. So. Da hast du auch nicht genug gegessen. Ich habe ja auch nicht gesehen, hätte ich dich höchstens dann hätte höchstens dein Essen. Ja, ich habe ja auch nicht gegessen. Doch, ich habe gegessen. Ich habe doch abends noch. Stimmt. Ich wollte sehen, mir ist aufgefallen, dass ich hier kein Schweinchen krieg. Ach und so. Das wollte ich nochmal gucken. Aha. Und ich hatte kein Schweinchen, obwohl ich weit über 100 war. Ringelblumen, Lazarus wollte ich machen. Aber Ringelblumen ist auch immer gut. Naja, muss ich ja nicht verstehen. Wieso, was verstehst du denn nicht? Na, die Sache mit dem Gift. Ich auch nicht. Da lief irgendwas wieder komisch, ja. Kann sein, dass sie da irgendwelche Bugs wieder gefixt haben. So, davon machen wir auch noch 2, 3. Geht ja schnell. Knick und Knack und fertig ist er. So, noch einen, dann reicht's erst mal wieder. Aber Ringelblumen und Lazarus braucht man ja immer. Kann man nur hoffen, dass du nicht wieder eingekerkert wirst. Und dann einen ganzen dann schönen sind Trinken. Sie wieder weg. Das pass auf, warte und geh nicht raus. Oh, wir ja. Wir haben hier wieder mal 2 Buchstaben. Was ist denn das? Ja. Wer läuft denn da mit grün rum? Grün B. Wir haben Grün A und Grün B. Dann gucken wir doch mal, was ist Grün A und Grün B? Die nächtliche Gelage. Nächtliche Gelage. Beschaffen Wein. A sind die Zirkatoren und B ist der Kellerer. Und das Fass hat keinen Buchstaben. Nein. Das fasst mir also Kellerer und Zirkatoren laufen da rum. Na gut, nützt uns nichts. Und da die da rumlaufen, ich dachte mir, dass ich mich vielleicht in die Küche schleichen kann, aber die laufen genau da rum. Das wird nichts. Also bis in die um Küche 12. Könntest du eigentlich nur reingehen, wenn die beten, ne? Ja. Könnte man versuchen. Jetzt hätte ich beinahe die 12 verschlafen. Entschuldigung. Los, rein. Ja, rein, ja, rein, wenn man hier einmal nicht aufpasst. Ja, schon, es ist passiert. Na, hier kannst du nichts sehen. Wir wissen nee. Ja, wir wissen es ja nicht. Nein, zurück. Nein. Müsste doch langsam 12 sein. Ich habe doch auf der 12 abgebrochen, oder? Auf jeden Fall ist es noch dachte so weit. Ich. Jetzt können wir ins Kryptorium gehen. Bei der Gelegenheit können wir mal gucken, ob jemand in der Küche ist. Da ist jemand. Geh raus, gehst du nicht rein. Also wenn der dich sieht, dann bist du im Kerker. Und was dann? Ja, dann können wir wieder einen Tag länger hier bleiben. Ach, wie schön. Dann freuen wir uns aber. Dann sagen wir, hurra, wir dürfen noch länger hier bleiben. So, ja, wo möglich. Ist er denn? Du hast ja lange genug gezögert, da bis du dich umgedreht hast. Gott sei mit. Hallo. Gelobt sei mit Jesus Christus. Ich wäre dann hier. Wunderbar, ich habe dich erwartet. Na, mal sehen, wie er diesmal schreibt. Ja. Aus dir wird nichts, Junge. Nee, aus dem wird kein Schreiber. Bleib bei der Alchemie. Er ist eben Alchemist und kein Schreiber. Zack. Oh, fertig. Ganz schön dicker Wälzer, der da liegt, hä? Ja, die waren. Ich meine, die haben unglaublich schöne Bücher gemacht. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit da reingesteckt wurde und. Bilder wurden da ja auch rein, also die Buchstaben wurden ja auch so bemalt, also gemalt, nicht bemalt, aber gemalt. Mit schönen Farben und
Ja, Goldblatt und was auch immer. Toll. Ja, ja, die haben auch sogar mit Blattgold gearbeitet. Ach so, ja, Blattgold heißt es. Blattgold und nicht Goldblatt. Schön, richtig. Ich habe mir gerade überlegt, wie das heißt. Blattgold. Oh, jetzt werden wir wieder zur Sau gemacht. Da freuen wir uns schon drauf. Nein, 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 nein. Unglaublich, wie kann man so viele Fehler machen? Ja, wie kann man das nur? Tja, also, es tut uns unglaublich Heinrich leid. Ist ein echtes Talent. Findest du dich auch? Seine Gedanken waren woanders. Er hat ja auch zu tun. Ja, Mensch. Ich dachte an Blut. ja, warten. Was sonst? Ja, klar. 16 Uhr. Ja. Ja, da können wir versuchen, uns aus der Kirche zu schleichen. Da sind die Zirkatoren, die da rumlaufen, oder? So, die Mönche sind noch hier. Ja. Ja, ist immer gut zu kontrollieren, ob man nicht... Willst du wissen, was drin ist? Verbotene Schriften, verfasst vom Teufel selbst. Ja, begib dich in die Kirche. Vergiss sie lieber. Was, falls du es ja übersehen hast. Ja, ich war so fasziniert drüber, dass er das jetzt wieder sagt. Ja, das sagen sie immer wieder. Ja, ja. Ihm sollen wir doch auch Bescheid wir sagen. Wir halten gerade eine Messe. Ja, eben, aber doch nicht so. Na und? Also. Nein, nein, nein. Der lernt es nicht, dieser Heinrich. Ist gut, dass er diese Kutte bald ausziehen das kann. Das ist der Stiebohr. Ja, den kann man auch relativ gut erkennen. Draußen wahrscheinlich. Einer muss doch immer draußen rumlaufen, oder? Ja. Okay, ich stell mich da hin und guck mal, wenn alles reinkommt. Ja, mal sehen, ob wir uns da rausschleichen können. Johann ist drin. Auch drin. So, da müssen wir nur warten, bis sie alle drin sind. Das ist aber vorher speichert, ne? Ich meine. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe keine Lust noch. Knast einen Tag zu verbringen. Wir müssen sowieso noch einen Tag verbringen. Da lade ich lieber. Ja, klar. Wir müssen ja erstmal das Zeug bestellen, dann müssen wir es abholen, das Blut. Und da müssen wir noch mal einen Tag durch, bis wir dann endlich mal abhauen können. So, nur macht mal ein bisschen, nicht so schnell. Ja. Dann hau ich einfach mal ab. Ah, nicht so schnell. Da ist jemand. Mensch, du rast aber auch rein. Also, das war was mit X. Das war echt was mit X. Ich meine, die könnten Tagen hier auch mal putzen, ne? Guck mal, wie das aussieht hier, lauter Fußabdrücke. Du kannst vielleicht nachher, wenn die alle im Garten ja, wenn die im Garten sind vielleicht. Ja. Wo man eigentlich rumlaufen darf, ja. Also. Ja.
Ich meine, wir können natürlich auch nachts die Bestellung aufgeben. Ich weiß nur nicht, wann die abgeholt wird und wann wieder geliefert wird. Das müssen wir auch noch rausfinden, wann wir das Blut abholen können. Vielleicht denken wir auch so kompliziert. Ich meine, es muss natürlich geliefert werden, lang bevor die essen, weil es muss ja gekocht werden. Aber ob das vor 3 Uhr morgens schon da ist, ist natürlich auch die Frage. Ja, warum stehe ich hier eigentlich rum und warte? Ich könnte doch auch die Uhr vordrehen, oder? Könntest du, ja. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Ach, ich lass mal so, ich brech mal 19? Wieder ab. Nee, ich brech um 18 wieder ab. Ja. Gut. Jetzt sind die alle garantiert schon wieder beim alle Essen. Sind weg. Ich hab's gewusst. Nachmittags sind die immer um 6 schon weg. Wenn ich um 6:10 abbrech, dann bin ich schon zu spät dran. Wenn ich das morgens mache, müssen wir wegen der Bestrafung der Sünde, dann muss ich eine halbe Stunde warten. Mag es sich also um noch so gute, heilige und aufbauende Gespräche essen müssen wir vermutlich nicht. 84 immer noch. Wegen der Bedeutung der Schweigsamkeit. Jo. Steht doch geschrieben, beim vielen Reden wirst du der Sünde nicht entgehen. Hin. Nein, die sprechen ja hier offensichtlich. Wenn die Tina wohl kein Schweigen. Ja, eigentlich dürfen die doch gar nicht sprechen. Ach so, dürfen die nicht sprechen? Ich hab gar nicht gehört. Nein? Na gut. Na ja. Eitles Geschwätz. Spielst du als Küchenhilfe? Ja. Okay, ich warte jetzt einfach, bis wir wieder frei rumlaufen dürfen und versuche dann mal in die Küche zu kommen. Sonst müssen wir das nachts machen. Da sitzen immer noch welche. Ah, die stehen gerade auf. Das gefällt mir natürlich ganz gut. Sind immer die Leute, die sich noch unterhalten. Da hinten sitzt noch einer hier. Oh. Siehst ihn? Ja. Mal sehen, wo die anderen hingehen. Und die bringen die Sachen jetzt in die Küche. Ach, der bringt seine Sachen in die Küche. Die sind doch nicht. Das ist aber noch nie beobachtet. Oder sind das die Köche? Kann natürlich auch sein. Bruder Koch. Und der bleibt jetzt stehen und guckt dich misstrauisch an. Bruder Küchenhilfe. Wir gucken mal, ob die auch wieder rauskommen. Ja, rein dürfen wir ja eigentlich nicht in die Küche sehen dürfen, sonst dort nicht. Aha. Der kommt wieder raus. Der kommt raus. Das sind keine Küchenhilfen, glaube ich, eher nicht. Nee. Der kommt raus, die gehen alle hier. Nee, der nicht. Nein, der geht erst nach rechts und dann. Also ist noch einer gewesen, ja genau. Jetzt sind alle wieder raus. Mhm. Nun geht mal in den Garten mal ein bisschen spazieren. Wo rennt ihr denn jetzt wieder? Wir räumen den Tisch ab und zwar nehmen sie jedes Ding einzeln. Alle ab. Ich glaube, solange du hier stehst, werden die immer noch was Schönes abräumen Mann. Können. Oh nein. Okay, ich warte mal ein bisschen. Hä? Ich weiß nicht, wie lange du warten darfst. 21 ist erst Schlafenszeit. Also ich schlafe mal bis um... Ich warte mal bis um 8. Mann, hier wird man ja wirklich... Nein. Hallo, ihr. Ja, schon gut. Mach die Küchentür zu. Es wundert die sich, warum du hier noch rumstehst. Geh raus. Der geht rein und geht raus und raus. So lange du hier bist, laufen die rein. Warum sollen eine? Rein und raus. Erst wenn du weg bist, hört das auf. Verstehst du? Meinst du echt? Ja, das triggert das. Das dein Dasein in dem Raum. Glaube ich nicht. Ja. Die laufen hier in alle Ewigkeit rum. Jetzt geh einfach nach oben, es bleibt ja nichts anderes übrig. Och Mann. Ich hasse dieses Kloster inzwischen wirklich. Ach. Warum ist hier die Tür zu? Warum nicht? Da war es vielleicht noch nie offen. Muss ich das verstehen? Mhm. Ja, die geht doch raus auf den Hof. Ja, die schon. Und? Nein, seid immer noch ihr immer jemand, noch da nicht geht fertig mit Aufräumern her? Die werden nie fertig. Da ist er offen, Puck. Da ist er offen, ja. Aber die gegenüberliegende Tür, die ist zu. Ja, ist er halt zu. Ach, guck mal, die Blumen sind alle nachgewachsen. Ist nicht schön? Aber so,
Die Tür ist zu. Öffnen. Ach, von außen kann man die aufmachen. Ja. Aber von innen nicht. Vielleicht stand jemand davor. Dann kannst du die Tür ja auch nicht öffnen. Ja, das stimmt. Das kommt auch vor. Dass man Tür nicht aufmachen kann, weil einer davor steht. Sieht nett aus hier. Guck, eine leichte Brise. Ach, hier ist noch ganz wenig bewachsen. Die anderen sind doch schon deutlich. Lass sie jetzt da stehen. Das hat keinen Sinn. Ja, ja. Da man nie weiß, wann sie einem wieder abgenommen werden, verliert man irgendwie die Lust zum Arbeiten. Stimmt's? Stell dir mal vor, du arbeitest jeden Tag und dann kriegst du mal ein bisschen Geld auf die Hand. Sammelst und abends kommt Kräuter jemand und nimmt dir das ab. Und dann kommt einer und rupft dir es aus der Tasche. So. Jetzt gehe ich nochmal Kopf gucken. Wenn nicht, dann müssen wir eben so. Nachts Nein. Die sind immer noch hier. Immer noch. Tragen immer noch, sagen weg. Nö, das hat keinen Zweck. Wie spät ist es jetzt? Es ist. Ah ja, halb schlafen gehen. Ich dachte gerade, die haben einen gewissen Hang zur Bewegung, weil sie mit jedem einzelnen Teller. Peters Zustand verschlechtert sich. Er soll den Herbst nicht mehr erleben. Nein. Ja, wissen wir ja. Peter ist stark. Er wird noch viele Jahre in dieser Welt wandeln. Ich wünsche ihm das Beste, aber die Veränderung, die ich ersehne, kann nur ein neuer Abt bringen. Warten lohnt sich. Es eilt nicht. Ja, ihr habt ja die Ewigkeit für euch. Naja. Salve. Gottlob. 1403 ist jetzt, oder? Das ist das Jahr, in dem wir uns befinden, hier müsste, in dem Spiel. Ja, ja. Und 1405 gibt es ja einen neuen Abt. Abt, Papst. Und das ist ja dann erstmal Johann und im selben Jahr gibt es dann aber auch noch. Ja. Ja, also in der Realität wurde erst Johann, aber im gleichen Jahr wurde er noch von Neblas abgelöst. Genau. So, wir gehen jetzt mal wieder ein bisschen schlafen. Vielleicht ist er an dem vergifteten Wein gestorben. Oder an Leberzirrhose. Wer weiß. Was na gut, wir machen jetzt auf jeden Fall Schluss in der nächsten Folge, weil wir immer noch in diesem blöden Kloster sein. So leid es uns tut. Okay? Ja. Bis dann. Ciao. Also, wir sehen uns dann um 23:30. Ja, wie immer. Okay. Und brechen dann auf. Ja. Gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.